Shisha-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Review von mir. Jetzt der fünfte Anlauf und wie klappt heute nichts. Zu Gast heute der Darius. Ihr kennt ihn vielleicht schon von ein paar Reviews davor. Hallo. Heute ein Tabak, den ich von der blubber-oase.de gesponsert bekommen habe. Danke, ist ein Top-Shop, kann ich wirklich nur empfehlen. Versendet schnell und hat einen fairen Kontakt zum Kunden. Ja, heute ein Tabak aus der Blue Bee Mini Garden Collection. So sieht die OVP aus und drin enthalten sind vier Tabakwürstchen. Sieht ganz hübsch aus, finde ich, vom Design her. Ja, das sind die Flavor White Grape, Lemon, Two Apples und Mint drin. Einfach mal zum Probieren. Und wir reviewen jetzt heute den White Grape. Und ja, zum Geruch. Also der Tabak riecht relativ intensiv, aber nicht zu intensiv. Und sehr säuerlich. Also wirklich säuerlich nach einer weißen Traube. Und eigentlich ziemlich natürlich. Aber die Säure ist mir fast schon ein bisschen zu extrem. Ja, durch die viel Säure riecht es meiner Meinung nach wirklich mehr nach Traubensaft als nach einer Traube. Ich esse sehr gerne Trauben und wenn man mal an einer Traube schnuppert, dann merkt man, die riecht wirklich süßer als dieser Tabak. Ja, es riecht eben nach Traubensaft, aber nach einem natürlichen Traubensaft, das muss man sagen. Ja, und zur Rauchentwicklung, ja, die Rauchentwicklung ist beschissen. Das dürft ihr aber uns zuschreiben und nicht dem Tabak. Weil es einfach so ist, dass wir die Empfehlung bekommen haben, wir sollen den anfeuchten. Das haben wir aber nicht gemacht, weil ich gelesen habe, dass man den nicht anfeuchten muss, die neueren Produktionen. Er ist zwar schon feucht, aber man muss ihn halt noch mit Glycerin anfeuchten. Also wer auf Rauchbomben steht, unbedingt Glycerin dazu, weil sonst wird es nichts. Wir rauchen den jetzt schon 20 Minuten, denke ich, 5 Videodrehanläufe lang und es wird einfach nicht mehr an Rauch. Ja, ja, das ist halt mehr Honig wie Glycerin und deswegen raucht er nicht so. Also anfeuchten, ihr könnt es am Passion Live Review sehen. Ja, zum Geschmack. Also der Geschmack ist, muss man vorneweg schicken, nicht überzeugend, wenn da White Grape draufsteht. Er schmeckt kaum nach White Grape. Man hat am Anfang eine sehr starke Tabaknote, in der Mitte dann doch eine leicht süßliche Weintraubennote und im Abgang schmeckt das Abgang. Sagt man bei Weinen und das sage ich jetzt, weil er am Abgang eher nach einem extrem süßen Weißwein schmeckt als nach Trauben. Also geschmacklich überzeugt er mich nicht wirklich. Ja, als ich schmecke da eigentlich gar keine Traubennote raus, aber immerhin weiß ich jetzt, was Blue Bee für einen Tabak verwendet. Das ist ganz klar ein Burley-Tabak. Ich habe auch mal Tabak mit Burley-Tabak aromatisiert, also mit Aromen. Und da ist mir eben auch aufgefallen, da ich zu wenig Aromen gehabt habe, dass diese Burley-Note extrem raussticht. Und der Tabak schmeckt eigentlich für mich nur nach Burley mit so einer leichten Süße. Das könnte jetzt am Anfeuchten liegen. Ich glaube aber, dass der Tabak schlecht aromatisiert ist, weil angebrannt ist er jetzt noch nicht. Also jetzt brennt er gerade ein bisschen leicht an. Aber wir haben den ja schon 20 Minuten geraucht, da ist nichts angebrannt. Aber eben diese starke Burley-Note, das gefällt mir nicht so. Ich glaube, der ist da schlecht aromatisiert. Also der Passion Life war ja sehr gut, aber den finde ich geschmacklich schwach. Fazit? Mein Fazit fällt hier wirklich eher schlecht aus. Er hat mich nicht überzeugt. Ich würde ihm, das mit der Rauchentwicklung ist uns zuzuschreiben. Also würde ich ihm doch noch 6 Punkte geben. Allerdings mit einem zugedrückten Auge. Er schmeckt absolut nicht nach weißer Traube. Wie Freddy schon gesagt hat, es dominiert eher die Tabaknote. Und er entwickelt einfach keinen Traubengeschmack. Der Geruch erinnert auch überhaupt nicht an Traube und von dem her finde ich das sehr enttäuschend und mit einem zugedrückten Auge noch 6 Punkte. Ja, leider kann ich jetzt zu meinem Fazit sagen, dass wir den Tabak halt nicht nochmal reviewen können, angefeuchtet, da das halt nur 25 Gramm sind und da wir in dem Tangias-Pfanne rauchen, haben wir da natürlich alles reingebolzt. Ja, was soll ich sagen, von mir in dem Fall nur 4 von 10 Punkte. Ich glaube wirklich, ich tippe einfach auf eine schlechte Aromatisierung des Tabaks und von daher für mich keine Kaufempfehlung. So wie jetzt schmeckt, würde ich ihm mit zugedrücktem Auge 4 von 10 Punkten geben. Ich kann ihm einfach nicht mehr geben, da nicht viel von der Traube raussticht. Ja, und ihr könnt ihn euch mal kaufen. Ich meine, die Würstchen sind nicht teuer. Da kostet ein Würstchen 1,80 oder so die 25 Gramm. Das ist für einen Shot jetzt nicht wirklich viel. Und feuchtet ihn doch mal an. Mich würde es interessieren, falls ihr andere Erfahrungen mit dem White Grape gemacht habt, mit dem
was ihr davon haltet. Vielleicht habe ich mich ja auch wirklich getäuscht und es liegt an dem Setup. Und in dem Fall wünschen wir euch natürlich noch einen schönen Abend. Ich denke, der Dari tut das auch. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Über Kritik oder Abonnenten würde ich mich natürlich freuen. Und ich würde euch nochmal auf mein Gewinnspiel hinweisen. Bei 300 Abonnenten wird verlost. Schaut doch einfach mal rein. Ist ein Video in meinem Channel. Und in dem Fall euch noch einen schönen Abend. Haut rein, Leute. Okay. Ja, zum Thema Rauchentwicklung, die Kohlen rauchen mehr, habe ich das Gefühl. Ja, hallo? Hey, servus, Philipp. Ja, und bei dir? Nee, halt, ich rauche gerade mit David Shisha und machen gerade ein Review, du störst. Das ist überhaupt kein Stil, Mensch. So. Ja. Freddy, du klingst wie deine Mutter. Na, Spaß, deine Mutter ist cool. Da sind einfach 4 Würstchen drin. Da ist drin. Ich mach's nochmal neu. Fick! Das sollten wir reinnehmen.